Willkommen auf der SMT 2018 bei EPP. Ich stehe hier zusammen mit Rainer Kraus, Gesamtvertriebsleiter bei ERSA. Wie ist denn Ihr Blick auf den Markt 2018? Also vielen Dank, dass ich da sein darf. 2018 ist ähnlich wie 2017, sehr dynamisch, da ist sehr viel Bewegung drin im Markt und zwar weltweit gesehen. Wobei sich die unterschiedlichen Märkte schon unterschiedlich verhalten. Asien nach wie vor sehr stark, USA, Mexiko sehr stark, Europa auch nach wie vor, Südamerika eher schwach. Wir sind global unterwegs, haben eine globale Vertriebsausrichtung, haben eine globale Serviceausrichtung und das haben wir eigentlich einen genauen Einblick, wie das so insgesamt abläuft. Wunderbar. Warum haben Sie keine echten Exponate dabei? Wir machen ja das jetzt zum zweiten Mal und waren das letzte Mal auf der SMT-Messe 2017 ohne Exponate da. Die SMT-Messe unterscheidet sich doch sehr stark von anderen Messen. Hier ist es eine Messe, wo man mit unseren Kunden, mit unseren Interessenten neue Projekte bespricht, wo man doch einen Austausch pflegt, wo man sich mehr Zeit nimmt wie auf der Produktronica als internationale Messe. Und wir waren sehr erfolgreich mit dem Konzept vor einem Jahr, haben mit ganz wenigen Ausnahmen nur Zuspruch bekommen und deshalb haben wir das so fortgesetzt und werden das auch weiterhin so machen. Wir haben alles digital da, im Zeitalter der Digitalisierung. Wir können bei uns jede Maschine als Präsentation im Detail sehen und haben eine Live-Übertragung in unserem Demoraum. Wunderbar, das klingt sehr gut. Sie haben zur Produktronica neue Maschinen vorgestellt. Wie ist da die Entwicklung? Teilweise sind wir selber überrascht, wie gut das Ganze angelaufen ist. Wenn ich einige Beispiele rausnehme, wir hatten ja einen ganzen Blumenstrauß von neuen Maschinen vorgestellt. Wenn wir im Selektivlöten die XL-Maschine, Leiterplatten bis 1,20 Meter Länge in der Breite, 600 mm, was für viele zu dem Zeitpunkt unvorstellbar war, wo wir gesagt haben, okay, das ist eine Exotenmaschine für den einen oder anderen Kunden. Die haben wir zwischenzeitlich 15 Mal verkauft. Also es gibt einen echten Bedarf für diese großen Maschinen, die ja nicht nur große Leiterplatten, sondern auch mehrfach kleinere Leiterplatten fahren kann. Ein weiteres Beispiel ist im Rework. Wir haben auch dieses XL Rework vorgestellt, ja, die HR 600 XL mit einer Größe von 600 x 600 mm. Auch hier sind wir zwischenzeitlich aus der Einführungsphase draußen. Die ersten Serienmaschinen sind jetzt im Anlauf und da waren wir auch überrascht, wie groß der Markt ist für große, übergroße Leiterplatten, wobei wir ja immer davon reden, alles wird kleiner und feiner, aber es geht in beide Richtungen. Wir haben also beide Trends. Als drittes Beispiel vielleicht noch unseren Versaprint 2, den wir ja auch auf der Produktronica vorgestellt haben. Wir fertigen jetzt seit 10 Jahren Siebdrucker, Schablonendrucker. Und das ist eine echte Erfolgsstory. Das heißt, wir sind sehr stark in dem SMT-Bereich zusammen mit den Rieflerlötanlagen. Und beim Versaprint 2 zeichnet sich diese 3D-Kamera und diese integrierte SPI als besonderes Highlight raus, wo wir eigentlich die meisten Auftragseingänge haben. Vielen Dank, das war sehr interessant. Dann wünsche ich Ihnen noch eine sehr erfolgreiche Messe und vielen Dank. Dankeschön.